Meine Lieben, hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute die Begrüßung hier von meinem Esstisch am frühen Morgen. Ich nutze kurz die Zeit, weil der Liam noch schläft. Ich habe mir gerade Nagellack drauf gepinselt und wollte diesen Vlog für euch starten. Sorry erstmal, dass es so lange keine Vlogs gab, aber ich habe meine Kamera geschrottet. Ja, ich bekomme hier keine Speicherkarte mehr rein und deshalb musste ich mich um eine neue Kamera kümmern. Und ich hasse es, Gebrauchsanleitungen durchzulesen. Ich hasse mich überhaupt mit solchen Themen zu beschäftigen, weil es da so viel am Markt gibt und man weiß immer irgendwie nicht, was man da am besten kaufen könnte, was so passt. Egal, ich hoffe, dass es passt vom Bild. Könnt ihr mir immer schreiben, wenn das Video zu Ende ist, wie das Video mit der neuen Kamera war. Ich habe ein bisschen was geplant heute in diesem Video, dazu wollte ich euch mitnehmen. Zum einen wollte ich euch ein paar Sequenzen aus Amsterdam einblenden, habe ich allerdings mit meinem Handy gefilmt, weil da meine neue Kamera noch nicht da war. Ich habe euch mitgenommen, es ist nicht viel geworden, ich habe mit meinen Jungs tatsächlich alleine in Amsterdam ein paar Tage verbracht, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Durch den Lockdown und so weiter, die ganze Situation war es natürlich schwierig, urlaubstechnisch und so weiter. Die Jungs haben sich das gewünscht, aber zu dem Thema kommen wir später noch. Jetzt wollte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für euer liebes Feedback zu meinem letzten Vlog. Es ist für mich nicht selbstverständlich. Ich habe so viele liebe Nachrichten bekommen. Ich habe so einiges auch von euch erfahren und gemerkt, klar, das Thema ist auf Social Media jetzt nicht so leicht zu besprechen, muss man auch dazu sagen. Es ist natürlich sehr privat. Da muss man aber auch wissen, wo die eigene Grenze ist. Und ja, ich habe mich dann aber doch gefreut, dass ich es online gestellt habe, weil ich von euch einfach auch viel erfahren habe, ihr mir viel dazu geschrieben habt und dieser Austausch für mich auch ein Stück weit, ja, wie so eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen Trauerbewältigung ist, aber letztendlich gehört es zum Leben leider dazu. Es muss man einfach auch so irgendwann sich zugestehen. Ja, und durch die vielen Kommentare wurde mir das eben auch bewusst. Dafür möchte ich mich, wie gesagt, von ganzem Herzen bei euch bedanken. So, jetzt kommen wir aber zu schönen Themen. Es soll ein fröhliches Video werden. Es soll zur Ablenkung dienen, also als Inspiration. Ihr wisst, was ich meine. Also, und zwar habe ich meine Waschküche in Angriff genommen. Ich habe da was vor. Und zwar habe ich was bei der Sally gesehen, Sallys Tortenwelt. Die hat auf 6,5 Quadratmeter, also einen kleinen Raum, das Maximale rausgeholt. Und ja, ich habe das Video gesehen und dachte mir, oh mein Gott, das möchtest du schon lange. Ich wusste nur nicht wie und ja, naja. Handwerklich sind wir ja nicht so die Begabtesten. Jedenfalls gibt es ein System, das schaut so aus. Ist ja ganz egal von welcher Marke, gibt es mit Sicherheit ganz viele verschiedene. Jedenfalls war ich in einem Möbelgeschäft und habe mir das angeschaut. Ich bin schwer verliebt. Vor allen Dingen hier in dieses Teil. Dunkle weiße Wäsche und Feinwäsche aufgeräumt. Dann stehen keine Körbe mehr auf dem Boden rum und man kann alles schön verräumen. Ich bin gespannt, ob ich das so umsetzen kann. Und werde, dazu nehme ich euch mit, wollten nämlich ganz, ganz viele auf Instagram sehen. Einfach, wie gesagt, auch als Inspiration. Wir verbringen da ja unglaublich viel Zeit, ne? Also mein Mann hat auch gesagt, ja, braucht man das wirklich? Ja, brauchen tut man es natürlich nicht, mit Sicherheit nicht, ne? Es reicht ja eine Waschmaschine und ein paar Körbe, aber es soll halt aufgeräumt aussehen. Männer, also mein Mann. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich vor, dazu nehme ich euch mit. Und ich war noch bei H&M, habe dem Liam ein paar Sachen gekauft, denn er hatte tatsächlich nur zwei Hosen und einen dicken Pulli. Jetzt wird es ja frischer draußen, deshalb musste ich ein bisschen was kaufen. Vielleicht braucht ihr ja auch was. Also zum einen, schaut mal, diesen Pulli habe ich mitgenommen, in den habe ich mich total verliebt. Es gab leider nicht so viele schöne. Alle waren mit so Riesenmuster und so Riesendinos und Aufschriften, das ist nicht so meins. Die Zeit kommt dann auch. Wird er sich dann aussuchen, wenn es soweit ist. Jedenfalls durfte dann noch dieser Pulli hier mit. Der ist ultra, ultra schön. Und dieser hier, der sieht so aus. Jetzt ist gerade der Liam wach geworden. Der Max ist aber dabei. Dann durfte diese Hose hier mit. So sieht die aus. Jeanshosen finde ich ultra unpraktisch für Kinder in dem Alter. Jeanshosen sind ja dann doch meist etwas härter vom Stoff. Er hat auch eine, die ist ganz weich. Es ist nicht so wirklich ein Jeansstoff und die finde ich richtig gut. Aber so
andere Jeanshosen eher nicht. So, dann durfte noch dieses Longsleeve hier mit, leider mit großen Dinos drauf, aber es gab nicht so viel anderes und ich finde es auch eigentlich ganz süß. Er hat noch so eine blaue Übergangsjacke und deshalb durfte das mit, falls es ein bisschen frischer dann wird. Und diese Hose hier, ja. Und das war es jetzt soweit erstmal. Jetzt kümmere ich mich um den kleinen Schatz und wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin bei diesem Video. Ja, und los geht's. Das war ein langes Intro, ne? So, ich hänge jetzt schnell die Wäsche auf. Das bisschen Haushalt, ne? Macht sich von alleine nicht. Ich bereite jetzt das Mittagessen vor. Haushalt habe ich nämlich soweit erledigt. Es wird Risotto mit Kürbis geben. Jeden Mittwoch stelle ich übrigens auf Instagram ein Rezept online. Also ich nehme euch da so ein bisschen mit. Ich versuche euch zu inspirieren. Man hat ja dann doch jeden Tag immer dieselbe Frage, was soll ich heute kochen? Und ich speichere euch das Ganze dann auch immer in den Highlights ab, sodass ihr das Rezept immer auch abrufen könnt. Falls es euch interessiert, schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Und ich würde sagen, ich lege jetzt mal los, denn ich habe jetzt schon Hunger. Meine Lieben, das Risotto war ultra lecker. Oh mein Gott, ich habe 2 Portionen gegessen. Wetter ist bombastisch. Der Liam hat tatsächlich auch eine kurze Hose an. Wir gehen jetzt hier noch eine Runde spazieren mit der Bella. Ein kleiner Verdauungsspaziergang. Das wollte ich euch mal kurz zeigen, wie schön das aussieht. Das haben die Kinder gebaut. Richtig, richtig schön. Und ich würde sagen, während wir jetzt hier spazieren gehen, blende ich euch mal die Sequenzen ein von dem Möbelhaus, was ich so mitgefilmt habe, damit ihr mal eine Idee davon bekommt, wie ich mir meine Waschküche vorstelle. Aber erst blende ich euch noch ein paar Sequenzen von der Bella ein. Bella, fein Sitz? So ist fein. Magst du den haben? Okay. Und bring. So ist fein. So ist fein. Der Bella geht es übrigens auch wieder ein bisschen besser. Auf Instagram hatte ich euch auch erzählt, was in der Tierklinik los war. Sie wurde ja geröntgt. Na? Haben wir mal geschaut, ob mit den Knochen alles in Ordnung ist. Ja, und soweit ist alles okay. Jetzt müssen wir halt einfach mal weiterschauen, was unsere Bella eigentlich so hat. Ne? Sie leckt sich ja die ganze Zeit die Pfote, was auf einen Schmerz hinweist. So hat es mir die Tierärztin hier bei uns vor Ort gesagt. Und deshalb bin ich eben in eine Tierklinik gefahren. Aber da kam nichts bei rum. Jetzt müssen wir einfach mal weiterschauen, ne? Was sie haben könnte. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks. Und da ist er, der Hauswirtschaftsraum. Das ist jetzt hier in der Ausstellung. Fast so in der Art stelle ich mir das vor. Vor allen Dingen wegen dieser Einwürfe hier. Hier hinten ist dann der Wäschekorb. So sieht es dann aus. Und dann kann man das dann eben unterteilen, ne? Weiße, bunte, schwarze Wäsche. Und so weiter. Hier kommt dann die Waschmaschine rein. Und hier hat man dann die Möglichkeit, eben den Wäschekorb draufzustellen, ne? Dass das dann für den Rücken auch angenehmer ist. Ja, und das kann man sich dann eben so zusammenstellen, wie man das möchte. Eben anhand des Raumes muss man halt schauen, wie das Ganze dann geplant wird. Auf jeden Fall ist eine Menge Stauraum vorhanden. Und ich bin mal gespannt, wie das dann bei uns aussehen wird. So, mittlerweile sind wir bei den Lampen. Wir haben ja immer noch keine Esszimmerlampe und überlegen gerade, welches werden soll. Die finden wir ganz gut. Oder so eine. Also, es ist ein bisschen schwierig, ja. Oder so eine. Mal gucken. Mega, mega schönes Wetter heute. Ganz warm. Und deshalb trinken nicht vergessen. Wir sind wieder zurück, ein paar Stunden später. Ja, es ist auf jeden Fall total spannend. Hier ist unser Plan.
Da ist eben auch die Waschküche abgebildet. Hat sich jetzt die ganzen Daten quasi genommen, hat es aufgezeichnet. Bin wirklich sehr gespannt, wie es wird. Am Freitag habe ich jetzt nochmal einen Termin in einem anderen Möbelgeschäft, also Küchenstudio. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Jetzt wollte ich euch ja noch ein paar Sequenzen einblenden von unserem Urlaub in Amsterdam. Dazu gibt es zu sagen, dass ich ganz alleine nach Amsterdam gefahren bin mit 4 Jungs. Der Max ist da geblieben, der ist für mich ins Büro. Mein Mann, der musste auch arbeiten. Und ja, es war wirklich richtig schön. Schaut euch jetzt mal die Sequenzen an und dann sage ich noch ein bisschen was dazu. Richtig schön. Es war natürlich auch anstrengend, weil ich eben auch alleine war mit den Jungs. Ich finde ja Holland an sich, also die Holländer, total nett. Die haben immer ein Lächeln und auch die Landschaft ist total schön. Wir haben uns einiges angeschaut, unter anderem das Van Gogh Museum. Dann waren wir noch im Vandelpark und ja, wir sind ultra viel rumgefahren, an dem einen Tag 16 Kilometer mit dem Fahrrad. Denn es ist immer besser, wenn man das Auto stehen lässt. Parkmöglichkeiten sind nämlich sehr gering in Amsterdam und ja, wir waren zwar nur 4 Kilometer von der Innenstadt entfernt, ging mit dem Fahrrad, zu Fuß, ja, ging es auch, haben wir auch gemacht und ja, ich kann es wie gesagt total empfehlen. Mit dem Fahrrad war es nur so, dass wir tatsächlich sehr lange gesucht haben, bis wir eins mit Fahrradsitz gefunden haben, also der hinten drauf ist, der Fahrradsitz für den Liam, denn die haben vorne nur so eine Vorrichtung, die meisten Fahrräder. Irgendwas mit B, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, war mir das lieber, dass das Fahrrad eben hinten noch einen Kindersitz hat für den Liam. Und ja, wir haben wie gesagt einiges erlebt. Das Hotel war auch richtig schön. Das wurde vor 1,5 Jahren gebaut. Da waren wir auch sehr zufrieden mit. Ja, mit dem Parken, wie gesagt, das war recht teuer. Auch am Hotel und am Vandelpark 6 Euro die Stunde, ne, so. Das haben wir dann eben auch nicht gewusst und deshalb haben wir uns dann entschieden, eher mit dem Fahrrad zu fahren. Also, das war es soweit von mir. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat mit meiner neuen Kamera. Hinterlasst mir da sehr, sehr gerne mal euer Feedback, wie es euch gefallen hat. Zum Risotto wollte ich noch sagen, dass ich euch das Rezept mal unten in die Infobox schreibe. Schaut aber dazu auch gerne mal bei Instagram vorbei. Ich habe es euch ja schon erklärt, jeden Mittwoch gibt es dort ein Rezept von mir. Ich zeige euch, wie ich was zubereite, wie ich was koche, einfach als Inspiration. Ihr könnt es dann natürlich nach eurem Geschmack so abändern, wie es für euch eben am besten passt. Ja, und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe natürlich, dass ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und dann gibt es vielleicht auch Neues zu meiner Waschküche. Ich bin sehr gespannt. Also, macht's gut, bis bald. Tschüss!